Tennis, Tennis spielen wir heute dort und morgen hier. Tennis, Tennis spielen wir am liebsten nur mit dir. Der Ball ist unser bester Freund, der Schläger, unser bestes Stück. Von jeder, an jeder heute von Tennis träumt, das ist unser Glück. Kindertennis. Ob mit der Hand, dem Holzbrett, dem Kinderschläger oder dem großen Schläger. Ob mit dem Luftballon, einem großen Ball, einem Softball oder dem Tennisball. Ein Spaß ist es immer. Aber nicht jedes Kind bekommt den Schläger in die Wiege gelegt. Für das Kleinkind ist der Tennisplatz zunächst ein Spielplatz. Man macht sich sozusagen mit den Anlagen vertraut. Die Eltern sind die besten Spielanimateure. Und ein kleiner Schubs hilft auch dem zweijährigen Ralf nach oben. Das Spielangebot sollte viele Bälle umfassen, denn sie sind besonders gut geeignet, koordinative Fähigkeiten zu entwickeln. Je früher das Kleinkind zum Ballspiel motiviert wird, desto besser werden seine Bewegungsmöglichkeiten ausgebildet. Das Spielangebot kann nie zu viel sein. Denn wir wollen uns immer wieder etwas Neues aussuchen. Die Bewegungspotenzen werden in diesem Alter kaum ausgenutzt. Und die Lernfähigkeit der Kleinkinder ist so groß, dass wir sie kaum überfordern können. Ein gezieltes Training ist nicht möglich. Doch lernt das Kleinkind vor allem durch Nachahmung. Und der Zweijährige versucht, alle Bewegungen des Vierjährigen zu kopieren. Und am Ende des Trainings wird noch etwas ausgelaufen. Fähigkeit zu entwickeln, bietet sich im häuslichen Bereich der Luftballon als Hilfsmittel an. Da die Latenzzeit des Kleinkindes bis zu einer Sekunde betragen kann, ermöglicht der langsame Flug des Luftballons eine gezielte Verbesserung der Auge-Hand-Koordination. Das Holzbrett ist ein ideales Hilfsmittel, sozusagen maßgeschneidert für die Kinder. Es ist handlich und hat genug Masse, um gegen den relativ schweren Tennisball zu bestehen. Beim rollenden Ball ist die Spielebene festgelegt. Spielhallen sind sauberer als der Tennisplatz und der Boden ist glatter. Das Angebot an Schlägern und Bällen muss auch hier überreich vorhanden sein. Ob man den Schläger in die rechte oder linke Hand nimmt, ist unwesentlich, denn immer ist ein bilateraler Lerntransfer gegeben. Geschlagen wird auf alles, was sich bewegt. Manchmal braucht man schon mehrere Versuche, um zu treffen. Besonders Werfen und Fangen sind für die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination bedeutend.
Vorschulalter ist Rolltennis ein ideales Spiel. Auf dem glatten Boden geht es besonders gut. Die Rückhand wird einfach mit der anderen Hand gespielt. Doch je größer die Bälle sind, desto leichter trifft man sie. Und es macht auch sichtlich Spaß, diese großen Objekte wegzuschlagen. Und damit wird der methodische Weg vom Luftballon über den großen Ball zum Tennisball betont. Wenn ein Tennisball auf Anhieb getroffen wird, ist das reiner Zufall. Mit dem Holzbrett ist die Chance etwas größer, da der Hebel kürzer und damit die Auge-Hand-Koordination erleichtert ist. Vorschulalter ist ein gezieltes Training noch nicht möglich. Auch wenn das Rhythmusgefühl schon gut entwickelt ist, reicht die Konzentrationsfähigkeit des Kindes für so einen komplexen Lernvorgang noch nicht aus. Und wie man hier feststellen kann, geht es mit dem Softball einfach leichter. Man nimmt den Schläger in beide Hände und dann wird fast jeder Ball getroffen. Auf diese Weise können auch schon Bewegungsgrundmuster für die Rückhand gelegt werden. Die Methodik läuft vom Spiel mit der Hand über das mit dem Holzschläger zum Kinderschläger und vom kleinen Feld zum Normalfeld. Doch zunächst kommt es einmal darauf an, überhaupt etwas zu treffen. Auch hier Höhen und Tiefen ab. Die wirklich ersten Aufschlagversuche des vierjährigen Stefan zeigen, dass das Kind im Vorschulalter vor allem durch Imitation lernt. Doch, wie man sieht, lässt die Konzentrationsfähigkeit sehr schnell nach und man möchte wieder etwas Neues probieren. Siebenjährige Dagmar spielt seit 2 Jahren Tennis und wie man sieht, mit Erfolg. Es ist für sie mit dem großen Schläger gar nicht möglich, im Treffpunkt den Ellbogen immer zu strecken. Der Hebel ist viel zu lang. Und daher nimmt sie dann bei der Rückhand lieber beide Hände. Lernfähigkeit im frühen Schulkindalter wird durch die guten Vorhandvolleys unterstrichen. Koordinative Störungen. Auch beim Aufschlag liegt die Hauptschwierigkeit in der gleichzeitigen gegenläufigen Führung beider Arme beim Hochwerfen des Balles.
neunjährige Schwester Sabine spielt ebenfalls seit 2 Jahren. Deutlich ist die bessere Beinarbeit und die Beherrschung der Hebelverhältnisse zu sehen. Auch wenn diese Schläge technisch nicht perfekt sind, zeigen sie doch eine deutliche Führung der Schlagbewegung, bedingt durch die gute Beinarbeit. Das Umgreifen auf der Rückhandseite und eine Betonung des unteren Bogens fehlen noch. Sie ist auf dem besten Weg, eine ganz große zu werden. Die beiden neunjährigen Buben Christian und Markus sind in ihrer Altersklasse schon Routiniers. Sie beherrschen fast alle Schläge, zumindest in der Grobform. Diese Altersstufe ist durch eine hohe Mobilität und Anpassungsbreite gekennzeichnet. Und dass die beiden mit Eifer bei der Sache sind, das sieht man. Das Bewegungstempo nimmt zu, doch braucht man keine Angst vor Überforderung zu haben. Die Skelettmuskulatur ermüdet viel schneller als der Kreislauf. Und die Kinder hören von selbst auf, wenn sie nicht mehr können. Doch man darf sie nie zwingen. Oberflächliche Betrachtung könnte man annehmen, es handle sich um das Training einer Jugendmannschaft. Doch um Haltungsschäden zu vermeiden, ist es dringend nötig, das Tennistraining durch ein Ausgleichstraining der sportmotorischen Grundeigenschaften zu unterstützen. Ein interessanter Vergleich ergibt sich bei den drei Schwestern Dagmar 7, Sabine 9 und Daniela 13 Jahre. Sie spielen alle drei seit 2 Jahren Tennis. Während die kleine Dagmar bei ihren Grundschlägen noch etwas stachsig dasteht, sieht man bei Sabine schon eine deutliche Gewichtsverlagerung. Daniela gibt ihren Bällen durch einen weiten Ausfallschritt eine deutliche Führung mit. Hier zeigt sich, dass die Entwicklung der Koordinationsfähigkeit von der Reifung des zentralen Nervensystems abhängig ist und damit altersbedingt ist. Bei der 7-Jährigen könnte man von einer Grobkoordination
bei der Neunjährigen schon in Teilbereichen, zum Beispiel der Beinarbeit, von einer Feinkoordination sprechen. Bei der 13-Jährigen sind Ansätze einer Schlagstabilisierung vorhanden. Während die 7-Jährige auf der Rückhand eine starke Rotation zeigt, ist bei den größeren Mädchen schon eine harmonische Ganzkörperbewegung zu erkennen. Sich dasselbe Bewegungsbild, während die kleine Dagmar hohe Wolle spielen muss, der Schläger ist ja halb so lang wie die Dagmar selbst, spielen die beiden anderen Mädchen tiefe Volleys mit guter Translation. Als Meister einer guten Beinarbeit erweist sich der 13-jährige Robert. Hohe Dynamik der Schläge und technische Details, die das deutliche Umgreifen beweisen, dass er das beste Lernalter zwischen 10 und 12 Jahren gut genutzt hat. Gute Steuerungsfähigkeit und hohes Bewegungstempo bringen ein sehr gutes technisches Leistungsniveau. Die Führung des Schlägers fehlt noch. Das Handgelenk kippt noch zu sehr. Man spielt es fast an jedem Ort mit Spaß, so gut man's kann. Sie spielen Volley 3 von dort. Mit dieser Altersstufe ist das Ende der Kindheit erreicht. Mit dem sichtbaren Einsatz der Pubertät, deutlich durch das Längenwachstum, verändern sich Hebelverhältnisse und Psyche. Und das Lernen auf Anhieb wird immer seltener. Ein schönes Spiel, es ist wie ein Rock'n'Roll, wird nie zu viel. Vom Enkel bis zu Oma, zeigt man, was man kann. Und auch die schöne Ursula fand und ihren Mann. Sie schaute zu und dann, oh weh, der spielte einen Satz. Der Ball sprang ihr ins Deck. Dass der 12-jährige Josef nicht nur Talent, sondern auch einen hervorragenden Trainer hat, sieht man an seinen nahezu perfekten Volleys. Bleibt er dabei, so wird man sicher noch einiges von ihm hören. Ein schönes Spiel, es ist wie ein Rock'n'Roll, wird nie zu viel. Er beweist, dass eine Stabilisierung der Schläge noch in der Kindheit möglich ist. Und gleichzeitig ist hier fast die Grenze zum Leistungstraining der Jugend zu ziehen. Er holt den Ball, er spricht mit ihr, entschuldigt sich und lacht. Er lädt sie ein zu einem Bier, die Sache wäre geschafft. Ja, 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 Tennis ist toll. Ein schönes Spiel, es ist wie ein Rock'n'Roll, wird nie zu viel. Ja, 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 Tennis ist toll. Ein schönes Spiel, es ist wie ein Rock'n'Roll. Und dass die größeren Mädchen etwas schneller spielen als die kleinen, das ist hier unschwer zu erkennen. Ja, Tennis ist toll, ein schönes Spiel. Es ist wie ein Rock'n'Roll, wird nie zu viel. Ja, 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 Tennis ist toll, ein schönes Spiel. Es ist wie ein Rock'n'Roll, wird nie zu viel. Denn Tennis ist ein toller Sport. Willst du, dass dich ein Mädchen König von Tennis an mit dir? Ja, 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 Tennis ist toll. Ein schönes Spiel, es ist wie ein Rock'n'Roll.